Dann würde ich sagen, lassen Sie uns anfangen. Wir haben heute ein interessantes Thema vor uns, und zwar beginnen wir mit einem neuen Kapitel der Vorlesung. Im ersten Kapitel der Vorlesung haben wir uns eigentlich gefragt, warum brauchen wir überhaupt Quantenfeldtheorie? Und die Antwort ist, die Kombination zwischen Relativitätstheorie und Quantenmechanik erfordert neue Konzepte. Nämlich einmal sind wir auf den Begriff von lokalen Feldern geführt worden, die dann Kausalität implementieren. Und diese lokalen Felder sind überall kontinuierlich in der Raumzeit definiert und bilden damit eine Theorie mit unendlich vielen Freiheitsgraden. Physikalische Effekte waren ziemlich reichhaltig. Wir hatten Teilchen, Antiteilchen bekommen und Teilchenerzeugung, Teilchenvernichtung. Das sind alles Gegebenheiten, die in relativistischen Theorien dann notwendig sein müssen. Wir haben dann die freien Felder untersucht und dabei gesehen, dass eben Teilchen und Felder zusammenwachsen, denn Teilchen lassen sich interpretieren als Quanten dieser freien Felder, und somit haben wir da schon einen sehr schönen Rahmen gefunden. Dann haben wir Wechselwirkungen eingeführt. Die kann man mit Hilfe von Feynman-Diagrammen und Feynman-Regeln störungstheoretisch beschreiben. Und dabei haben wir am Schluss des letzten Kapitels und am Schluss der letzten Vorlesung die Beweise etwas näher beleuchtet, die den Feynman-Regeln zugrunde liegen. Und da haben wir einige interessante Punkte festgehalten, die damit zu tun haben, dass eben die Quantenfeldtheorien Theorien mit unendlich vielen Freiheitsgraden sind. Nämlich die Beweise gelten streng genommen nur für Theorien mit endlich vielen Freiheitsgraden. Und das heißt, dass wir die Quantenfeldtheorie nicht wortwörtlich auffassen können als eine kanonisch quantisierte Theorie wie üblich, sondern man muss sie auffassen als Grenzwerttheorie von einer Familie von Theorien, die jeweils vielleicht nur endlich viele Freiheitsgrade haben. Aber die Quantenfeldtheorie entsteht als Grenzwert, und dabei können eventuell neue interessante Phänomene entstehen. Und jetzt geht's los, jetzt wird's also ernst, denn jetzt werden wir genau solche neuen Phänomene besprechen. Die treten also auf, wenn man Feynman-Diagramme mit höheren Ordnungen betrachtet, also mit geschlossenen Schleifen oder Loops. Technisch treten dabei Divergenzen auf, die wir durchleuchten werden. Die muss man behandeln mit Regularisierung und letzten Endes einer Renormierungsprozedur unterwerfen, sodass die ganze Theorie dann insgesamt sinnvoll ist. So, und damit fangen wir jetzt an. Das heißt, ich will als erstes mal einige Grundideen hier angeben, die uns bei dem Folgenden leiten werden. Ich fasse also nochmal diese Punkte aus der letzten Vorlesung zusammen. Wir hatten ja die Dyson-Reihe hergeleitet, also diesen unitären Operator zwischen Wechselwirkungsbild und Heisenbergbild. Wir hatten die Gell-Mann-Lowe-Formel hergeleitet, die dann Green'sche Funktionen liefert, also Vakuumerwartungswerte von vollen Feldern im Heisenbergbild verknüpft mit Vakuumerwartungswerten von freien Feldern im freien Vakuum. Und die Herleitung von beiden Theoremen gelten eben nur für Theorien mit endlich vielen Freiheitsgraden. Und im Falle von unendlich vielen Freiheitsgraden werden gewisse Elemente, gewisse Zwischenschritte oder Zwischenausdrücke in den Herleitungen falsch. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das Ergebnis von den Feynman-Diagrammen sinnlos sein muss. Denn die Zwischenschritte in den Beweisen, die gelten nicht mehr. Aber die Endergebnisse könnten trotzdem sinnvoll sein. Und dafür will ich kurz ein Beispiel geben. Sinnvoll für unendlich viele Freiheitsgrade. Okay, schauen wir uns nochmal den Nenner an, dieser Gell-Mann-Lowe-Formel. Der Nenner der Gell-Mann-Lowe-Formel, das war eben dieser freie Vakuumerwartungswert vom T-Produkt von E hoch I mal der Wechselwirkungs-Lagrange-Dichte ohne irgendwelche Felder. Und dieser Nenner, der entsprach ja einfach der Summe von allen Vakuumdiagrammen, also allen Feynman-Diagrammen ohne äußere Linien. So 1 plus die Summe aller Vakuumdiagramme.
Und da gibt es erstmal unendlich viele solche Vakuumdiagramme und zweitens, jedes einzelne ist eventuell divergent, das haben wir noch nicht ausgerechnet. Aber auf der anderen Seite ist im Beweis klar geworden, dass dieser Nenner nichts anderes ist als 1 durch das Matrixelement zwischen dem vollen Vakuum des vollen Hamiltonians und dem freien Vakuum des freien Hamiltonians. Das heißt, wenn in der Tat die Summe von diesen Vakuumdiagrammen eventuell divergent ist, also unendlich groß, dann heißt das nichts anderes, als dass das Matrixelement zwischen vollem und freiem Vakuum gegen Null geht. Und das haben wir das letzte Mal auch schon mal betont. Also dieser Überlapp, der ist ungleich Null in Theorien mit endlich vielen Freiheitsgraden und hier geht er eventuell einfach gegen Null. Ja, aber das ist natürlich schlecht, das heißt Zähler und Nenner der Gell-Mann-Loh-Formel divergieren eventuell, aber andererseits haben wir ja gezeigt, dass die Vakuumdiagramme sich einfach wegkürzen. Im Zähler und Nenner fallen die raus und es bleibt dann übrig die Summe von allen anderen Diagrammen und die könnte ja eventuell sinnvoll sein. Das ist also so ein Beispiel. Also das fällt weg. Das heißt, eventuell ist es gar nicht so schlimm, dass die Zwischenschritte nicht funktionieren. Nichtsdestotrotz, in der Tat gelten die Beweise erstmal nur für endlich viele Freiheitsgrade. Der zweite Punkt, den wir noch nicht besprochen haben, aber der in eine ähnliche Richtung weist, ist folgender. Schauen Sie sich mal an, so etwas, Phi Quadrat von x oder Phi hoch 3 von x. Das sind ja Größen, die in der Wechselwirkungs-Lagrange-Dichte auftauchen. Und Erwartungswerte von diesen Produkten tauchen natürlich auf, wenn wir diese Gell-Mann-Loh-Formel auswerten. Dann haben wir also L-Int enthält Phi hoch 3, gibt es einen Vakuum-Erwartungswert von Phi hoch 3 multipliziert mit anderen Größen. So, aber was ist über so ein Phi zu sagen? So ein Phi von x ist eigentlich eine Distribution im Sinne der Mathematik. Keine Funktion, sondern eine Distribution. Das heißt, das ist eigentlich eine operatorwertige Distribution. Der Unterschied zwischen Funktion und Distribution ist ja, dass eine Distribution erst Sinn ergibt, wenn Sie die mit einer Testfunktion falten und dann integrieren. Das heißt, Sie müssen das verschmieren, um einen sinnvollen zahlenwertigen Ausdruck zu bekommen. Und hier ist es eben so, dass man dieses Phi von x verschmieren müsste mit einer Testfunktion, um einen echten Operator zu bekommen. Und warum ist es klar, dass das so eine Distribution sein muss und keine Funktion? Weil natürlich wir Vertauschungsrelationen gefordert haben, die eine Delta-Funktion auf der rechten Seite enthalten, also auch eine Distribution. Das heißt, diese Operatoren können keine Operatoren an sich sein, sondern werden zu Operatoren durch eine Faltung. Aber Produkte von Distributionen am selben Punkt sind mathematisch sinnlos. Das heißt, dieser Ausdruck hier, der ist mathematisch eigentlich undefiniert. Das müsste man dann auch durch irgendeinen Grenzprozess ersetzen, zum Beispiel verschmiertes Phi hoch 3 und die Verschmierung wird immer, immer enger und immer mehr gepiekt. Aber das heißt, hier haben wir auch einen Ausdruck, der eigentlich so nicht stehen bleiben kann. Und wenn man das aber alles wörtlich nimmt, dann passiert eben das, dass technisch in Rechnungen Divergenzen auftreten. Und da gibt es zwei Typen von Divergenzen. Einmal gibt es Divergenzen, wenn wir Integrale über die Raumzeit betrachten, d4x. So ein Integral ist dann letzten Endes proportional zum Gesamtvolumen der Raumzeit. Und in unserer relativistisch invarianten Theorie ist das Raumzeitvolumen notwendigerweise unendlich groß. Aber die Integrale wären nicht divergent, wenn wir die Feldtheorie in einem Kasten betrachten würden. Zweitens gibt es Impulsintegrale d4q und die können auch divergieren, weil das Impulsraumvolumen unendlich groß ist. Das heißt, wir erlauben Impulse, die bis zu unendlich große Werte annehmen. Also ist das Impulsraumvolumen unendlich groß und dann haben wir eventuell auch solche Divergenzen.
unendlich große Impulse entsprechen gleichzeitig unendlich kleinen Abständen. Das heißt, wenn wir eine wirklich lokale Theorie haben mit beliebig kleinen Delta-X-Werten, dann brauchen wir im Gegenzug unendlich große Impulse. So, und diese Divergenzen, die jetzt auftreten wegen unendlich großem Raumzeitvolumen, die haben also zu tun mit langwelligen Anregungen oder langen Reichweiten. Das nennt man Infrarotdivergenzen, um dem einen Begriff zu geben, Infrarot wegen langwellig. Und die entsprechen also großen Impulsen bzw. kurzwelligen Wellenanregungen und deswegen nennt man das UV-Divergenzen, Ultraviolett-Divergenzen, um das einfach zu bezeichnen. Also solche Divergenzen könnten auftreten. Und dann zum Beispiel dieses hier, dieses Produkt von Distributionen am selben Raumzeitpunkt, das hat natürlich zu tun mit der Lokalität der Theorie, also unendlich kleinen Abständen, äquivalent zu unendlich großen Impulsen. Das heißt, sowas hier wird dann zu UV-Divergenzen Anlass geben. Dagegen solche Sachen, was eben die Raumzeit unendlich groß ist, wird dazu führen, dass diese Summe über alle Vakuumdiagramme zum Beispiel divergiert. Aber das fällt ja dann weg. Okay, das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Und jetzt hatte ich ja schon die entscheidende Idee genannt, nämlich das ist alles in dem Sinne nicht schlimm, sondern es zeigt einfach, dass wir die Quantenfeldtheorie als Grenzwerttheorie auffassen sollen von einer Familie von Theorien, die jeweils gutartigere Eigenschaften haben. Also zunächst mal so vereinfacht geschrieben, die Quantenfeldtheorie sollten wir also als Grenzwert auffassen für die Anzahl der Freiheitsgrade gegen unendlich von einer Familie von Theorien mit jeweils endlich vielen Freiheitsgraden. Das könnte sein, eben eine lineare Kette, die Sie in dem ersten Übungsblatt schon mal hatten, oder in mehreren Dimensionen dann eine Theorie, die auf einem Gitter definiert ist, wie eben eine Festkörpertheorie zum Beispiel. So, und wenn man das Ganze dann ein bisschen allgemeiner aufschreibt, abstrahiert, dann kann man das so zusammenfassen, dass die Quantenfeldtheorie eben ein Grenzwert ist und von einer Familie von Theorien und den Familien von Theorien gebe ich jetzt einen Parameter Epsilon. Beachten Sie ab jetzt bitte. Es gibt bei mir zwei verschiedene Epsilons, nämlich einmal das I-Epsilon. Bisher war das I-Epsilon aus der I-Epsilon-Vorschrift in den Propagatoren und das schreibe ich immer als solches Epsilon. In LaTeX war Epsilon. Dagegen das jetzige Epsilon ist einfach Epsilon. In LaTeX. So unterscheide ich. Sie können sich Ihre eigene Notation dazu überlegen. Auf jeden Fall führen wir ein irgendeinen Parameter Epsilon. Der soll am Ende gegen 0 gehen und dann haben wir eine Familie von Theorien, die von diesem Epsilon abhängen und das bezeichnen wir als Regularisierung. Das heißt, wir haben eine Familie von regularisierten Theorien, die hängen ab von diesem Epsilon. Und für jedes Epsilon ungleich 0 gelten eben die Feynman-Regeln und Feynman-Diagramme, Dyson-Reihe, Gell-Mann-Lowe-Formel und so weiter, ist dann alles anwendbar. Aus Kapitel 2. Und diese regularisierte Theorie, die kann man sich definiert vorstellen oder wird in der Praxis meistens definiert durch eine regularisierte Lagrange-Dichte. So kann man es am besten formalisieren. Das heißt, wir haben eine Familie von Lagrange-Dichten, die abhängt von Epsilon. Für jedes Epsilon gibt es jetzt eine Lagrange-Dichte, die eine Theorie definiert
Und für jedes Epsilon können wir dann alles ausrechnen, was wir bisher definiert haben. Und dann am Ende bilden wir den Limes Epsilon gegen 0 und dann kriegen wir eine Grenzwerttheorie. Und das definiert dann unsere eigentliche relativistische Quantenfeldtheorie. So, das ist der entscheidende Punkt. Das ist also die Sichtweise, die wir auf die Quantenfeldtheorie haben. Und dazu gibt es jetzt einiges zu sagen. Erstmal, das hier ist unwichtig. Aber natürlich können wir nicht irgendeine x-beliebige Familie von Theorien nehmen und der Grenzwert ist dann physikalisch sinnvoll, sondern jetzt müssen wir eben hier Bedingungen angeben an das Endergebnis, sodass da unsere Physik korrekt implementiert ist. Also hier gibt es einige Bedingungen. Das Endergebnis muss sinnvoll sein. Und was heißt das? Das heißt zum Beispiel, das Endergebnis soll relativistisch invariant sein. Das ist nicht unbedingt offensichtlich, wenn wir hier regularisierte Theorien haben, die vielleicht erstmal auf einem Festkörpergitter definiert sind und wir machen dann Limes, Anzahl der Gitterpunkte gegen unendlich, muss nicht zwingend eine relativistische Theorie rauskommen, sondern wir müssen das sicherstellen durch eine Konstruktion. Das Endergebnis soll die Kausalitätsbedingungen erfüllen aus der ersten Vorlesung. Sie soll zum Beispiel auch eine unitäre Zeitentwicklung erlauben im Sinne der Quantenmechanik. Und so kann man eine Reihe von Forderungen konkret aufstellen, die die Theorie dann erfüllen muss. Und dabei passiert jetzt eben etwas, dass wir, wie auch in der Quantenmechanik schon, Sie das kennen, dass wir ein bisschen zurückgehen müssen, nämlich die Theorie macht nicht für alle Größen sinnvolle Aussagen. Im Allgemeinen, wie auch am Beginn der Quantenmechanik man zur Kenntnis nehmen musste, kann man nur sinnvolle physikalische Vorhersagen machen für observable, für beobachtbare Größen. Das heißt, irgendwelche theorieinternen Zwischengrößen sind im Allgemeinen nicht physikalisch sinnvoll, aber für observable muss man das mindestens fordern. Also im Allgemeinen ist es nur für Relationen zwischen Observablen. Möglich. So, das ist das eine. Und auf der anderen Seite, hier rechts, da haben wir eben unsere regularisierten Theorien und die sind an sich für jedes Epsilon ungleich Null erstmal unphysikalisch. Erst der Limes ist dann physikalisch. Das heißt, hier treten unphysikalische, nicht beobachtbare Größen auf. Und diese unphysikalischen Größen, die von Epsilon irgendwie abhängen, die haben im Allgemeinen keinen sinnvollen Limes für Epsilon gegen Null. Das heißt zum Beispiel, diese Lagrange-Dichte L von Epsilon oder auch die Parameter, die in der Lagrange-Dichte drin sind, stellen Sie sich vor, in jedem L-Epsilon gibt es irgendeine Kopplung G, die hängt dann vielleicht auch von Epsilon ab. Und wenn man jetzt den Limes Epsilon gegen 0 bildet, dann erwarten Sie vielleicht, dass die Lagrange-Dichte gegen irgendeine Grenzwert-Lagrange-Dichte konvergiert. Und das ist halt nicht unbedingt der Fall. Die könnte einfach divergieren. Kann passieren. Die Lagrange-Dichte ist nicht messbar. Und diese Parameter da drin auch nicht. Das heißt, die kann divergieren. Aber Relationen zwischen Observablen, die müssen halt konvergieren und physikalisch sinnvoll sein. Ja, schade. Das heißt, die Theorie ist etwas komplizierter als vielleicht ursprünglich gedacht. Aber ist das jetzt schlimm?
weiß nicht, ist Geschmackssache, aber ich wollte noch mal betonen, die Idee, dass in der Physik Grenzprozesse auftreten, ist ja nicht neu. Allein wenn Sie Schulphysik vergleichen mit Newtonscher Mechanik, dann haben Sie in der Schulphysik Geschwindigkeiten immer nur kennengelernt als Delta S durch Delta T oder sowas, also Differenzenquotient von endlichen Größen. Und in der Tat, jeder Experimentalphysiker kann auch nur Differenzen von Zeiten messen. Aber in der Newtonschen Mechanik führt man dann halt Ableitungen ein als Grenzprozess, definiert dann Geschwindigkeit als Ableitung von einer Bahnkurve oder Beschleunigung als zweite Ableitung von einer Bahnkurve. Das heißt, auch in der Newtonschen Mechanik braucht man ja Grenzübergänge, obwohl die experimentell so direkt gar nicht zugänglich sind. Das heißt, dass man Grenzprozesse in der Physik hat, ist an sich nicht schlimm. Aber hier ist es natürlich wesentlich komplizierter als in der Newtonschen Mechanik, weil man die ganze Theorie als Grenzwerttheorie auffasst. Aber wie gesagt, auch das ist in Ordnung. Wir können damit leben und das hat sogar Vorteile, weil dabei natürlich interessante Phänomene auftreten könnten. Es kann eben passieren und es passiert auch, dass die Grenzwerttheorie interessante Eigenschaften hat, die für kein endliches Epsilon vorhanden sind. Und damit ist diese entstehende Theorie nicht einfach ein Spezialfall von üblichen kanonisch quantisierten Theorien, sondern was grundsätzlich Neues mit neuen Eigenschaften. Und das sind eben unter anderem die Eigenschaften, die wir jetzt hier auch studieren wollen. Das heißt also einige Bemerkungen. Was erstmal interessant, im Limes Epsilon gegen Null können neue Phänomene auftreten. Und ein Beispiel kennen Sie wahrscheinlich, nämlich Phasenübergänge. Haben Sie vielleicht aus der statistischen Physik gehört, für Systeme mit endlich vielen Freiheitsgraden gibt es keine Phasenübergänge, also Unstetigkeiten in irgendwelchen Korrelationsfunktionen. Aber erst im thermodynamischen Limes, wo Sie unendlich viele Freiheitsgrade oder unendlich viele Teilchen haben, da können Phasenübergänge entstehen. Das heißt, das ist genau ein Grenzübergang von der gleichen Art wie bei uns jetzt, wo eben was qualitativ Neues passiert. Und genau in ähnlicher Form werden bei uns eben qualitativ neue Phänomene auftreten, die man für endliche Theorien noch nicht sieht. Und die sind dann natürlich letzten Endes auch eine Konsequenz dieser Kombination von Relativitätstheorie und Quantenmechanik, weil daraus folgt ja die ganze Notwendigkeit, lokale Felder zu haben. Eine andere Frage, könnten wir vielleicht diese ganzen Probleme, nenne ich es mal, vermeiden, wenn wir nicht diesen Operatorformalismus benutzen, denn die ganzen Herleitungen funktionierten ja jetzt im Operatorformalismus. Die Alternative wäre der Pfadintegralformalismus. Wenn wir also Pfadintegral machen, wie ist es da? Haben wir da keine Probleme? Die Antwort ist nein, natürlich haben wir da genau dieselben Probleme, nur in anderer Form, denn das Pfadintegral ist ja ein Integral. Und was ist die Definition eines Integrals? Natürlich der Grenzwert von irgendeiner Art Riemann-Summe, in dem Fall also müsste man dann Pfadintegral dadurch definieren, dass man zunächst mal die Raumzeit diskretisiert, alle Bahnkurven, alle Feldkonfigurationen diskretisiert und dann ein Limes macht. Das heißt, das ist im Endeffekt haargenau das Gleiche, was ich hier gesagt habe. Das Pfadintegral ist letzten Endes eine Variante davon, genau diesen Grenzprozess hier konkret zu implementieren. Also im Pfadintegral brauchen wir ebenso ein Grenzprozess. Und es ist in der Tat eine Methode, Quantenfeldtheorien numerisch auszurechnen auf dem Computer, indem man das Pfadintegral numerisch programmiert. Und da muss man genau das machen, nämlich alles diskretisieren, alle Raumzeitpunkte, Feldkonfigurationen, alles diskretisieren und dann halt möglichst numerisch präzise so einen Grenzwert bilden und dann hat man das Pfadintegral der Quantenfeldtheorie numerisch berechnet und damit die Quantenfeldtheorie numerisch gelöst. Ja. Jetzt hier vielleicht
aber bei Phasenvergängen, zum Beispiel beim Ferromagnetismus, was war da der Freiheitsgrad? Die Anzahl der Spins, die Sie haben. Wenn Sie ein System haben mit 2 Spins, da gibt es keine Phasenübergänge, da gibt es einfach Grundzustand, angeregte Zustände. Aber bei Systemen mit unendlich vielen Spins, zweidimensional angeordnet, da gibt es Phasenübergänge. Müssen unendlich viele sein. Das heißt, bei einem konkreten Festkörper mit 10 hoch 20 Spins, da haben Sie noch nicht unendlich viele. Aber Sie sind hinreichend nahe dran, sodass das für Sie als Beobachter aussieht wie ein Phasenübergang. Weitere Bemerkungen? Ja, bitte. Ist der Grund, dass man unendlich viele braucht, dann leider, dass man das dann hinreichend gut als Kontinuum betrachten kann? Im Fall des Ferromagnets? Es ist ja eine exzellente Näherung, 10 hoch 20 durch unendlich zu approximieren. Und mathematisch ist es natürlich viel, viel einfacher, mit einer kontinuierlichen Theorie zu arbeiten, als mit einer Theorie, wo Sie explizit alle 10 hoch 20 Atome behandeln. Und das führt aber vielleicht auch auf eine andere Richtung, die ich heute gar nicht diskutieren wollte, aber später vielleicht nochmal. Aber ganz kurz nur, man könnte sich ja auch die Frage stellen, wie genau wissen wir eigentlich, dass die Natur wirklich durch diese kontinuierliche, unendlich ausgedehnte Quantenfeldtheorie beschrieben ist. Wissen wir, dass das Raumzeitvolumen unendlich ist? Wissen wir, dass die minimalen Delta-X-Werte exakt null betragen und dass wir unendlich große Impulse erlauben können? Wissen wir ja eigentlich nicht. Es könnte sein, das Raumzeitvolumen ist extrem groß, aber endlich. Es kann sein, dass es einen maximalen physikalisch möglichen Impuls und Energie gibt, den wir aber noch nie erreicht haben. Das wissen wir alles nicht. In dem Sinne könnte es sogar so sein, dass irgendeine von diesen regularisierten Theorien sogar genau die Wahrheit ist, die der Natur genau entspricht, irgendeiner Theorie mit extrem vielen, aber nicht unendlich vielen Freiheitsgraden. Und der Witz ist aber, die Tatsache, dass wir hier ja diesen Limes implementieren können, zeigt natürlich, dass welche auch immer von diesen Epsilon-Theorien in der Natur realisiert wäre, die können wir beobachtungsmäßig sowieso nicht von dem Limes unterscheiden, weil der Limes ja existiert. Das heißt, diese kontinuierliche Theorie ist dann eine extrem gute Approximation an das hier. Also wenn irgendeine von diesen Varianten hier stimmen würde, was wir nicht wissen, dann wäre das eine gute Näherung. Und dann ist auch wahr, dass es viel einfacher ist, hiermit zu rechnen mit dem Grenzwert, als mit so einer Theorie mit Epsilon ist gleich 0,001378 oder so. Aber dazu kommen wir, denke ich, später nochmal. Jetzt erstmal, um den letzten Begriff aus der Überschrift einzuführen, nämlich den Begriff der Renormierung. Was meint man jetzt ganz grob, wenn man von Renormierung spricht in unserem Zusammenhang? Man meint zwei Punkte. Erstens müssen wir eben diese Grenzfamilie von Epsilon-Theorien konstruieren. Zwar so konstruieren, dass die Epsilon-Abhängigkeit genau so gewählt ist, dass der Grenzwert überhaupt existiert. Das heißt, Wahl von diesem L-Epsilon so, dass der Limes existiert. Und natürlich physikalisch sinnvoll ist. Das ist eine Konstruktion. Das Zweite, was man unter Renormierung versteht, ist eine Umparametrisierung. Nämlich in diesem L-Epsilon treten jetzt irgendwelche unphysikalischen Epsilon-abhängigen Parameter auf und die kann man ersetzen durch andere physikalisch sinnvollere Parameter, die vielleicht nicht von Epsilon abhängen.
Also im Allgemeinen ersetzt man die einfach durch andere Parameter, die dann endlich bleiben. Und eine einfache Möglichkeit, die oft funktioniert, nicht immer am besten ist, aber die für Sie jetzt auch erstmal wertvoll ist, im Gedächtnis zu behalten ist, Sie können alles durch Observablen parametrisieren. Das heißt, Sie ersetzen diese unphysikalischen Parameter durch direkt beobachtbare Größen. Und dann heißt es eben, dass wir alles Unphysikalische eliminiert haben und danach kriegen wir Vorhersagen von irgendwas als Funktion von anderen beobachtbaren Größen. Und das ist natürlich ultimativ gut. Einfachstes Beispiel, in den Lagrange-Dichten stehen ja Massenparameter drin. Die werden jetzt auch Epsilon-abhängig und nicht direkt physikalisch beobachtbar sein. Aber es gibt dann natürlich beobachtbare Teilchenmassen und dann wäre es eben sinnvoll, dieses unphysikalische Epsilon-abhängige M durch eine physikalisch beobachtete Teilchenmasse zu ersetzen. Das wäre genauso eine Umparametrisierung von dieser Art. Okay. So, das sind die ganzen Ideen, die wir jetzt abstrakt zusammengestellt haben und jetzt wird es konkret. Jetzt werden wir also anschauen, wie Feynman-Diagramme sich verhalten, die höhere Ordnungen beschreiben. Und da werden solche Divergenzen auftreten und die werden wir regularisieren und am Ende renormieren. Aber jetzt haben Sie erstmal den gesamten Plan ein bisschen als Übersicht gesehen. Gut. So, dann geht es jetzt auch schon los. Nämlich, wir benutzen jetzt eine konkrete Regularisierung. Das ist die, die in der Praxis meistens benutzt wird. Nicht die einzige, aber eine sehr vernünftige Regularisierung, und zwar die dimensionale Regularisierung. Und die möchte ich Ihnen direkt beibringen, ohne Umschweife, sodass Sie dann alle in der Lage sind, Feynman-Diagramme mit höheren Ordnungen und Divergenzen konkret auszurechnen. So, als erstes mal schauen wir uns einige Haupteigenschaften an. Die Grundidee ist ganz einfach, nämlich man nehme ein Integral. Wir haben ja in unseren Feynman-Regeln im Impulsraum dann immer Impulsintegrale. Und weil die Ortsintegrale sind ja wegintegriert, die liefern Impulserhaltung an jedem Vertex, aber dann bleiben in Impulsraum Feynman-Regeln eventuell irgendwelche Impulsintegrale übrig. Und die können möglicherweise technisch gesehen Divergenzen liefern. Und was wir jetzt einfach machen, ist, wir ersetzen so ein vierdimensionales Impulsintegral durch ein d-dimensionales. Und zwar macht man einen Vorfaktor μ hoch 4 minus d mal einem d-dimensionalen Integral über q geteilt durch 2 pi hoch d. Das heißt, das vierdimensionale Integralmaß wird zum d-dimensionalen Integralmaß verallgemeinert und hier macht man aus Dimensionsgründen eine Masse hin. Dieses μ ist eine beliebige, aber fixierte Masse. Die hat nichts zu tun mit den Massen aus unserer Theorie zunächst, sondern das ist ein frei gewählter Massenparameter, der zusätzlich jetzt hier frei hinzukommt. Und durch dieses μ hoch 4 minus d mal dem d-dimensionalen Q-Integral hat das ganze Objekt Dimension Masse hoch 4. Also die Einheit bleibt gleich. Das ist die Idee. Und jetzt ist einfach die Frage, wie man das konkret implementiert. Was man will, ist nämlich nicht, dass dieses d eine ganze Zahl ist oder gar natürliche Zahl, sondern dieses d, die Dimension, soll jetzt eine beliebige Zahl werden. D
ist gleich 4 minus 2 Epsilon. Und das ist genau das Epsilon von vorher. Das heißt, das macht die Regularisierung. Am Ende bilden wir also den Limes, dass die Dimensionszahl gegen 4 konvergiert. Und dafür brauchen wir eben Integrale mit einer krummzahligen Dimension. Das wurde erfunden von Toft und Feldmann, die dafür auch den Nobelpreis bekommen haben, für das und die entsprechenden Rechnungen, die dadurch möglich wurden. Und die Vorteile von dieser dimensionalen Regularisierung sind also erstens mal, es ist Lorentz-invariant. Nur, dass die Lorentz-Invarianz von 4 Dimensionen auf D-Dimensionen verallgemeinert wird. Es ist auch eine Methode, die im Wesentlichen Eich-invariant ist. Und Eich-Theorien sind ja später dann extrem wichtige Theorien. Das heißt, die Regularisierungen, die die Eich-Invarianz intakt halten, sind sehr bevorzugt. Und das ist eine davon. Ist nicht bei allen Regularisierungen so der Fall. Allerdings ist das physikalisch nicht gut interpretierbar. Also keine anschauliche Regularisierung im Gegensatz zu dem, dass wir auf ein Festkörpergitter gehen würden. Sondern es ist ein mathematischer Trick, wenn man so will, der aber trotzdem zum selben Ergebnis führt. Und wie schon gesagt, das ist die Methode, die in fast allen konkreten Rechnungen benutzt wird. Und da will ich mal unsere Referenz angeben, weil wir da neulich was dazu geschrieben haben, um das nochmal zu erörtern, diesen Artikel 2D or not 2D. Das war, wenn Sie dieses Internetportal ArcSife kennen, hat das die Nummer 17050187. Da können Sie noch mehr über diese Regularisierung und auch Alternativen dazu und Gründe und Eigenschaften und so kennenlernen. Das heißt, es ist ein aktives Forschungsgebiet auch, ob es nicht doch Alternativen hierzu gibt, aber wir lernen jetzt erstmal dieses Standardverfahren kennen, was auch wirklich gut ist. So, also als erstes mal eine kleine Anfangsrechnung bzw. Definition 1. Betrachten wir eine radialsymmetrische Funktion. Im euklidischen, d-dimensionalen Raum. Euklidisch heißt, dass wir keine Minkowski-Metrik haben, sondern euklidische Metrik, das heißt, die Norm von einem Vektor ist einfach die Summe der einzelnen Betragsquadrate. Das heißt, wir haben eine Funktion f, die abhängt von einem euklidischen Vektor, ke, und die ist radialsymmetrisch, das heißt, die hängt nur von diesem Vektor zum Quadrat ab. Das heißt, die Funktion hängt ab von erster Komponente zum Quadrat bis hin zu und so weiter zur Komponente d zum Quadrat. Also eine radial- oder symmetrische Funktion. Und jetzt überlegen wir mal, was in diesen allgemeinen d-Dimensionen das Integral ist über diese radialsymmetrische Funktion. Wenn wir also hier euklidisch d-dimensionales Integralmaß von dieser Funktion, die nur vom Quadrat dieses euklidischen Vektors abhängt. Ja, wie kann man das jetzt ausrechnen? Nichts leichter als das. Wir können eben Kugelkoordinaten wählen in D-Dimensionen. Und dann kriegen wir erstmal ein D-dimensionales Raumwinkelelement. Schreiben wir das einfach als d Omega d. Das ist also ein D-dimensionales Raumwinkelelement mit allen entsprechenden Thetas und Phis, die Sie brauchen, um diese d-dimensionalen Kugelkoordinaten zu beschreiben. Und dann verbleibt ein radiales Integral und das ist natürlich immer dann ein verbleibendes dk mal k hoch d minus 1
mal f von k Quadrat. Und diese Radialvariable k von 0 bis unendlich ist dann eben der Betrag des euklidischen Vektors. Und das sind also verallgemeinerte Kugelkoordinaten hier. Und jetzt ist eben der Witz, wir haben jetzt getrennt die Dimensionalität des Raumes, die steckt nämlich einzig und allein in dem Kugelelement hier und der ganze Rest ist ein normales, eindimensionales Integral über die Funktion. Das heißt, man kann das für jedes D verstehen, der Radialanteil ist immer derselbe, okay, bis auf diese D-Abhängigkeit im Exponent. Und was man braucht, ist halt dieses Kugelelement und dafür haben Sie ja eine Übungsaufgabe. Und die sagt Ihnen, dass Sie definieren können, dieses Gesamtintegral über die d-dimensionale Einheitskugeloberfläche, Omega d, ist eben dieses Integral einzig und allein über die Raumwinkel. Und das Ergebnis ist immer 2 mal Pi hoch d halbe, geteilt durch Gamma-Funktion von d halbe. Ganz allgemeines Ergebnis. Und das können Sie zum Beispiel mal ausprobieren, wenn wir d gleich 2 setzen. Wenn wir d gleich 2 setzen, was kriegen wir dann? D ist gleich 2, also kriegen wir hier 2 Pi geteilt durch Gamma von 1. Gamma von 1 ist 1, also kriegen wir 2 Pi. Das heißt, die Oberfläche der zweidimensionalen Einheitskugel, das ist ein Kreisumfang, ist 2 Pi, stimmt. Und so weiter. Das stimmt für alle D, mindestens für alle Integer D. Und um das zu beweisen, können Sie vieles machen, zum Beispiel explizite Kugelkoordinaten in D-Dimensionen konstruieren oder eine konkrete Funktion zu benutzen, nämlich eine Gauss-Funktion. Wenn Sie die Funktion nehmen, dann können Sie die auf 2 Arten integrieren, nämlich einmal in Kugelkoordinaten und einmal direkt, indem Sie das als Produkt von d einzelnen Gauss-Funktionen schreiben. Und dann kriegen Sie durch Vergleich zwischen rechter und linker Seite genau dieses Ergebnis. Auf jeden Fall gilt das zunächst mal für alle natürlichen Zahlen d. Also für D-Element n. Und für alle anderen D können wir das aber als Definition ansehen, denn hier auf der rechten Seite haben wir eine analytische Funktion von D und damit können wir für jedes beliebige D das als Definition der D-dimensionalen Einheitskugel auffassen und dann ist dieses Integral für beliebige D definiert. Also das lässt sich auf D, Element C, beliebige komplexe Zahlen sogar definieren. So, das heißt, Sie sehen hier, so schwierig ist es gar nicht, ein D-dimensionales Integral sich zu konstruieren. Und jetzt nenne ich einfach ein Theorem, das man beweisen kann. Und das ist zum Beispiel bewiesen in einem Buch von John Collins, das nennt sich Renormalization. Und das sagt eben das Folgende, dass man das nämlich allgemein durchführen kann. Es lässt sich... Was passiert für d gleich minus 2n, ist das dann sinnvoll? Wo bitte? Wenn die Gamma-Funktion 0 hat, dann ist das ja 0. Ja, es lässt sich auf D-Element C verallgemeinern und dann haben Sie halt eine analytische Funktion, die auch Pole hat. Ist das dann sinnvoll? Nö, da haben Sie halt in der Umgebung der Pole divergiert es und an den Polstellen ist es natürlich divergent. Da ist es also nicht sinnvoll. Das ist genauso, wie Sie sagen, diese Funktion, die da rauskommt, hat halt Pole. Ist so. Das heißt, das Integral hat dann endliche Werte für alle d, wo hier keine Polstellen auftreten. Aber im Allgemeinen ist es einfach eine komplexe Funktion von d, die hat analytische Eigenschaften, die hat eventuell Verzweigungsschnitte, Polstellen und so weiter und so weiter.
aber im Allgemeinen ist es für fast alle definiert. Also es ist genauso definiert, wie analytische Funktionen halt definiert sind. Also es lässt sich für D aus C ein solches Integral definieren. Und das ist eigentlich eine lineare Abbildung von einem Funktionenraum von solchen Funktionen, die so kovariante Argumente haben. Okay, das heißt, man definiert sich eine Funktionenklasse, die so aussehen können oder etwas verallgemeinert. Für diese Funktionenklasse definiert man eben eine lineare Abbildung und die hat Eigenschaften, die sich verhalten wie ein Integral. Und das sind die folgenden Eigenschaften mit Doppelpunkt und hier geht es weiter. Erstens, wie der Name lineare Abbildung schon sagt, nämlich Linearität. Wenn Sie ein Integral haben über eine Linearkombination von Funktionen, gibt es die Linearkombination der Integrale. Also a mal f1 von q plus b mal f2 von q ist gleich Integral ddq von f1 mal a plus b mal Integral ddq von f2. Okay? Linearität des Integrals. Zweitens, Translationsinvarianz. Wenn Sie die Integrationsvariable verschieben, nämlich Sie haben q plus k im Integrand stehen, dann können Sie jetzt eine Variablensubstitution machen. Q wird durch q minus k ersetzt. Das Integrationsmaß bleibt gleich. Und damit bleibt auch das Integral gleich. Das heißt, das ist dasselbe wie ddq von f von q. Und das gilt für beliebige Funktionen grundsätzlich. Und das heißt eben hier bei dieser Translation gibt es keine Oberflächenterme. Randterme sind hier grundsätzlich null. Und was damit auch einhergeht, ist Folgendes, nämlich Sie können jetzt hier auch die Ableitung bilden nach k im Integranten. Das ist aber das gleiche wie die Ableitung nach q und dabei ändert sich da nichts. Das heißt, wenn Sie nach k ableiten, kommt ja 0 raus, weil auf der rechten Seite k überhaupt nicht vorkommt. Die Ableitung nach k ist also 0, aber die Ableitung nach k ist dasselbe wie die Ableitung nach q und daraus folgt, wenn Sie so ein Integral haben, eine beliebige Ableitung nach der Integrationsvariable bilden, von ihrer Funktion kommt 0 raus. Das heißt, Integrale über totale Ableitungen verschwinden immer. Das heißt, sowas wie partielle Integration ist immer möglich, ohne Randterme. Das ist eine ganz einfache, wichtige Aussage. Dann haben wir eine Skalierungseigenschaft. Die drückt die Dedimensionalität überhaupt aus, nämlich dedimensionales Integral von f mal irgendeiner umskalierten Funktion, s mal q, wobei s irgendeine Zahl ist. Dann können Sie eine Variablensubstitution machen, q wird durch s mal q ersetzt und dann ändert sich natürlich das Maß um s hoch minus d. Das heißt, das ist gleich s hoch minus d mal Integral d dq mal f von q. Daran sieht man jetzt die Dedimensionalität dieses Integrals. Und es gilt eben für natürliche Zahlen und für konvergente Integrale ist es gleich dem üblichen Integral.
Ja, das sind also einige Grundeigenschaften. Und die Konstruktion dieses Integrals passiert ähnlich wie bei unserer radialsymmetrischen Funktion, nur muss man sukzessive auf immer größere Funktionenklassen verallgemeinern. Gut, also das steht uns jetzt zur Verfügung und damit können wir mal eine zweite Rechnung machen für eine relevantere Funktion, nämlich nicht radialsymmetrisch in euklidischen, sondern für eine Funktion im Minkowski-Raum, so wie wir es brauchen in unseren Feynman-Diagrammen. Und das führt uns dann schon auf eine sehr wichtige Formel, nämlich auf die Einschleifen-Master-Formel. Die erlaubt es, beliebige Einschleifen-Integrale auszurechnen aus beliebigen Feynman-Diagrammen mit einer geschlossenen Schleife. Die lassen sich allesamt auf diese Masterformel zurückführen, die wir jetzt gleich herleiten werden. Ich wische vorher kurz mal die Tafel. Okay, also das ist die Rechnung beziehungsweise Definition 2. Und dafür benutzen wir jetzt die Minkowski-Metrik. Das heißt, Q Quadrat ist gleich die Nullkomponente Q Null Quadrat minus Q Vektor Quadrat. Und das ist natürlich ein Unterschied zu dieser vorherigen radialsymmetrischen Funktion. Das heißt, die Nullkomponente Q0 ist extra behandelt. Wie sehen Feynman-Diagramme eigentlich aus, wenn da irgendein Q-Integral auftaucht? Was ist dann die typische Struktur des Integranten? Die typische Struktur des Integranten sind irgendwelche Produkte aus Vertices und Propagatoren. Die Vertices sind Zahlen, das interessiert nicht. Die Propagatoren sind sowas wie 1 durch p² minus m² plus i epsilon. Die hängen vom Integrationsimpuls ab und die sind interessant. Das heißt, die einfachste Funktion, die wir brauchen für Feynman-Diagramme, wäre dann so ein d-dimensionales Integral mit einem Integrant q² minus irgendwas, ich nenne es mal groß q, plus i epsilon. So sind die Propagatoren im Prinzip. Und was ich behaupte ist, selbst wenn Sie ein Feynman-Diagramm mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Propagatoren haben, können Sie das immer so umformen, dass Sie letzten Endes so eine einheitliche Größe kriegen, q Quadrat minus irgendwas plus i epsilon. Und das kann dann auftauchen zu einer höheren Potenz, sagen wir zur Potenz n. Und wir machen jetzt hier eine Definition, sodass wir hier abziehen minus 1 hoch n und n minus 1 Fakultät. Das definieren wir mal in den Zähler, um hier eine vernünftige Formel zu bekommen. Und dann muss man das multiplizieren mit μ hoch 4 minus d in dimensionaler Regularisierung. Und das wäre jetzt ein Ausdruck, den wir mal ausrechnen wollen. Der enthält also wesentliche Elemente von Feynman-Diagrammen. Und das ist der Ausdruck, den wir für die Masterformel brauchen. Alles andere lässt sich hierauf dann zurückführen. Das heißt, das hier ist jetzt mal eine Größe i und die wollen wir berechnen. So, wie geht's los? Wie gesagt, wir sind im Minkowski-Raum, das heißt, die Nullkomponente wird extra behandelt und deswegen machen wir erstmal ein eindimensionales Integral über Q0. Und danach gucken wir, wie es weitergeht, denn der Rest hier ist dann einheitlich, hat eine euklidische Metrik. Also gucken wir uns das Q0-Integral an. Was für ein Typ von Integral ist das nun wieder? Hatten wir schon mal hier im Semester. Nämlich, das ist ja jetzt wieder mal so ein komplexes Integral. Das i epsilon wird jetzt wichtig. Wir integrieren also über eine Variable Q0 mit einem komplexen Integrant
Und dann ist es wichtig für uns, uns die Polstellen zu vergegenwärtigen und eventuell Residuensatz anzuwenden, um das Integral umzuformen. Machen wir das? Wo sind denn nämlich die Pole dieses Integranten, wenn man von Q0 ausgeht? Die sind eben hier bei Q0 Quadrat minus Q-Vektor Quadrat minus Q plus I Epsilon gleich 0. Also Q0 Quadrat ist gleich Q-Vektor Quadrat minus Groß Q minus I Epsilon. Das sind die Pole des Integranten. Und das sind dann zwei Pole. Einmal plus die Wurzel und einmal minus die Wurzel. Tragen wir es also ein in ein Schaubild. Plus Q, ja. Genau, plus Q. Tragen wir es also ein in ein Schaubild. Hier Realteil von Q0, hier Imaginärteil von Q0. Und wo sind jetzt die Pole? Naja, das ist immer positiv und wir nehmen an, dass dieses Groß Q auch positiv ist. Dann ist der eine Pol hier unterhalb der positiven reellen Achse und der andere Pol ist gespiegelt hier oberhalb der negativen reellen Achse. Das sind die Pole in Bezug auf Q0. Was ist jetzt unser Integral? Das Integral hat einen Integrationsweg. Und was ist der Integrationsweg? Das ist die reelle Achse. Q0 geht von minus unendlich bis plus unendlich, also über diesen Integrationsweg. Nennen wir das mal Weg 1. Das ist unser Integrationsweg. Okay, und der führt also an den Polen vorbei. Der läuft nicht über die Polstellen, sondern das Integral bleibt endlich für endliches Epsilon. Und das ist jetzt ja übrigens dieses wahre Epsilon, was nicht das gleiche ist wie das Epsilon aus der Dimension. Aber auf jeden Fall können wir jetzt den Residuensatz ausnutzen, indem wir nutzen, dass ein Integral über einen geschlossenen Weg 0 gibt, wenn keine Pole umschlossen werden. Konstruieren wir mal einen geschlossenen Weg. Hier nämlich so, wir knicken hier ab, machen einen Viertelkreis. Das ist ein Viertelkreis. Dann integrieren wir hier über die imaginäre Achse. Und dann hier noch ein Viertelkreis und dann haben wir einen geschlossenen Weg. Dieser geschlossene Weg, der aussieht wie eine 8, der umschließt keine Polstelle. Das heißt, wir wissen, dass das Integral über diesen Gesamtweg hier gleich 0 ist, wegen Residuensatz. Und dann nennen wir mal dieses Stück hier über die negative imaginäre Achse, das wäre mal Weg 2. Und dann heißt es eben, die Summe von diesen vier Einzelwegen, nämlich Weg 1 plus Viertelkreis plus Weg 2 plus Viertelkreis gibt 0. Und was ist jetzt der Beitrag dieser Viertelkreise? Wenn eben der Radius dieses Viertelkreises gegen unendlich geht, dann ist hier im Integrant immer Q0 sehr groß und der Integrant wird dann gedämpft und geht gegen 0. Und wenn n hinreichend groß ist, dann heißt das, dass die Viertelkreiswege gegen 0 gehen für unendlich großen Viertelkreisradius. Und das heißt, der Beitrag des Viertelkreises geht gegen 0 für Radius gegen unendlich. Mindestens falls unsere Potenz hier, dieses n, hinreichend groß. Falls n hinreichend groß. Ja, und dann folgt eben aus dem Residuensatz, wenn wir die Viertelkreise schon vernachlässigen, dass einfach das Integral über diesen Weg 1 über dq0 von dem ganzen Integranten plus Integral über den Weg 2 über dq0 des ganzen Integranten insgesamt gegen 0 geht, für den Fall von Viertelkreis gegen unendlich. Und das können wir so umformulieren, dass wir also sagen, Integral über minus unendlich bis plus unendlich über dq0
Das ist ja das ursprüngliche Integral und das ist gleich diesem Weg 1, also reelle Achse in der üblichen Richtung. Das ist dieses Integral. Das ist jetzt gleich minus das Integral über den Weg 2, wenn der Radius gegen unendlich gegangen ist. Und das ist einfach das gesamte Integral über die imaginäre Achse von minus i mal unendlich bis plus i mal unendlich. Also wenn die Richtung umdreht, dann ist es von minus i unendlich bis plus i mal unendlich über dq0 vom selben Integrand. Das heißt jetzt mit anderen Worten, anstatt diesen Weg zu integrieren, können wir genauso gut diesen Weg integrieren. Das Ergebnis ist gleich, da ist die Energiekomponente q0 rein imaginär. Das Integral ist aber trotzdem gleich und was Sie hier sehen ist, dann sind wir weit, weit weg von den ganzen Polstellen. Und hier können wir das noch mathematisch schöner schreiben, indem wir eine Substitution machen. Ersetzen wir q0 durch i mal eine neue Variable qe0, e für euklidisch. Und dann ist das nämlich einfach das Integral über minus unendlich bis plus unendlich über diese neue euklidische Variable qe0 multipliziert mit der Zahl i. Und das ganze Vorgehen bezeichnet man jetzt insgesamt als Wick-Drehung. Das heißt, wir drehen die Integrationsrichtung von der reellen Achse in die imaginäre Achse, machen so eine Substitution, sodass die neue Variable QE wieder reell ist. Aber dann heißt es zusammengefasst, Q0 wird jetzt ersetzt durch I mal QE0. Wir können dann auch das vektorielle Q identifizieren mit einem vektoriellen QE. Da gibt es keinen Unterschied. Und dann heißt es eben, dass wir unseren d-dimensionalen Vierervektor Q insgesamt zum Quadrat, ist ja gleich Q0 Quadrat minus Q Vektor Quadrat, ist jetzt dasselbe wie minus dem euklidischen QE zum Quadrat wegen diesem I. Steht jetzt hier minus QE0 Quadrat minus das räumliche QE Quadrat. Okay, oder QE ohne Vektorpfeil zum Quadrat sind alle D-Komponenten. Und das hat jetzt eine euklidische Metrik. Das heißt, wir haben es geschafft, unser Q0-Integral umzuschreiben. Und nach der Umschreibung haben wir ein rein euklidisches, d-dimensionales Integral. Und der Integrationsweg führt weit an den Polstellen vorbei. Das heißt, ob wir jetzt hier eine Plus-I-Epsilon-Vorschrift haben oder ob wir unser Epsilon hier gegen 0 gehen lassen, ob der Pol also hier sitzt oder hier infinitesimal genau auf die reelle Achse rutscht, ist egal. Diesen Limes können wir jetzt bilden und das Epsilon vernachlässigen, denn wir integrieren hier und nicht hier infinitesimal vorbei. Das heißt, es hat zwei Vorteile auf einen Schlag und damit können wir das Integral umformen. Nämlich unser I-Integral ist jetzt gleich das folgende. Sehen wir es noch hier. μ hoch 4 minus d. Und aus dem d-dimensionalen Minkowski-Integral wird jetzt i mal dem d-dimensionalen euklidischen Integral über die Variable QE. Dann haben wir im Zähler minus 1 hoch n mal n minus 1 Fakultät. Und im Nenner haben wir anstatt diesem Minkowski-Q-Quadrat haben wir minus das euklidische QE-Quadrat. Minus q bleibt und das i epsilon brauchen wir nicht mehr, wie ich gerade erklärt habe. Ich schreibe es noch einmal auf, minus i epsilon hoch n und das ist jetzt vernachlässigbar. Denn das hier ist also rein negativ. Okay, eine Umformung.
Denn jetzt haben wir ja hier ein rein euklidisches Integral über eine radialsymmetrische Funktion. Das heißt, wir können genau die Rechnung von vorhin einsetzen. Dann kriegen wir μ hoch 4 minus d mal diesem i. Und dann d-dimensionale Kugelkoordinaten liefert uns einmal den Vorfaktor vom d-dimensionalen Raumwinkelelement, Omega d. Und dann verbleibt ein eindimensionales Integral dq über 2 pi hoch d mal eindimensional q hoch d minus 1 mal dem verbleibenden Integral n minus 1 Fakultät. Und das minus 1 hoch n kann ich gegen das minus hoch n im Nenner kürzen, einfach q Quadrat plus q insgesamt hoch n. So, und jetzt sehen Sie, das Integral ist komplett faktorisiert. Ein Faktor ist das d-dimensionale Raumwinkelelement, was wir aus der Übung kennen. Und das andere ist ein eindimensionales Integral über eine gewöhnliche Funktion aus der Mathematik, nämlich hier Funktion q zu einer Potenz dividiert durch q² plus eine Konstante zu einer anderen Potenz. Und das ist ein Standardintegral. Kein einfaches Standardintegral, aber ein Standardintegral. Lässt sich auf Gamma- und Beta-Funktionen zurückführen und das ist auch eine Übungsaufgabe. Das heißt, für den Radialanteil kriegen Sie aus der Übung, dass dieses Integral dq, q hoch d minus 1 mal 1 durch q Quadrat plus groß q insgesamt hoch n ist gleich 1 halb mal groß q hoch d halbe minus n mal so einer Beta-Funktion Gamma von d halbe mal Gamma von n minus d halbe geteilt durch Gamma von n. Also Gamma-Funktion haben Sie sicherlich schon mal gehört. Beta-Funktion, weiß nicht, ob Sie das gehört haben, aber Beta-Funktion ist genau diese Kombination von drei Gamma-Funktionen, wo hier die Summe der Argumente oben gibt das Argument unten. Und hier haben wir jetzt im Nenner Gamma-Funktion von n, und das ist gleich n minus 1 Fakultät. Und da das im Nenner steht, wird es dann dieses n minus 1 Fakultät hier kürzen. Und deswegen hatten wir es am Anfang so definiert. Okay, jetzt haben wir alle Elemente. Unser Gesamt-I lieferte das hier. Das Omega kennen wir. Jetzt kennen wir auch den anderen Anteil. Und damit kann ich das Gesamtergebnis aufschreiben und uns merken. Das Endergebnis ist also die Einloop-Masterformel. Und die ist die folgende. Ich schreibe nochmal die Definition an, damit wir alles kompakt zusammengestellt haben. μ hoch 4 minus d mal dem d-dimensionalen Integral ddq geteilt durch 2 pi hoch d und dann diese Zähler hier, die nur der Normierung dienen, minus 1 hoch n mal n minus 1 Fakultät, geteilt durch q Quadrat Minkowski minus groß q plus i Epsilon insgesamt hoch n. Das ist die Definition. Und das Ergebnis lautet erstmal das komplexe i. Das Ergebnis hat also einen expliziten Imaginärteil mal diesem μ hoch 4 minus d, das kann sich nicht ändern. Dann das Omega d war ja 2 pi hoch d halbe geteilt durch Gamma von d halbe. Das heißt, bei diesem 2 pi hoch d halbe, da fällt was weg gegen dieses 2 pi hoch d. Und was übrig bleibt, ist genau 4 pi hoch minus d halbe. Dann haben wir dieses q, q hoch d halbe minus n. Und dann verbleibt von den Gamma-Funktionen, das Gamma im Nenner ist weggefallen, das Gamma von d halbe fällt praktischerweise weg gegen die Gamma-Funktion aus dem Omega, denn das hatte im Nenner auch genau dieselbe Gamma von d halbe. Das heißt, das einzige Gamma, was übrig bleibt, ist das hier, Gamma-Funktion von n minus d halbe. Und das ist das Endergebnis. Das heißt, das ist relativ kompakt. Wir werden es gleich noch ausführlich diskutieren, was es bedeutet, aber es gibt eben die Faktoren
μ hoch 4 minus d, das war von Anfang an da, kann sich niemals ändern. Dann interessant, alle Pi-Faktoren aus den Kugelkoordinaten kombinieren sich zu diesem 4Pi hoch minus d halbe. Die Q-Abhängigkeit war ja eigentlich die einzige Physikabhängigkeit von dem ganzen Integral, weil das Q war dasjenige, was hier im verallgemeinerten Propagator aufgetaucht war. Und das taucht jetzt einfach auf in so einer Potenzabhängigkeit mit dem Exponent hier. Und dann von der dimensionalen Regularisierung kriegen wir jetzt eine nicht-triviale Abhängigkeit von der Dimension und die steckt in der Gamma-Funktion. Das ist es. Und hier sehen Sie auch, also da kann man natürlich Limites d gegen 4 beispielsweise bilden. Und das ist der nächste Schritt. Ich würde jetzt hier als nächsten Schritt direkt noch drunter schreiben, wie das Ergebnis aussieht, wenn wir konkret einsetzen, d ist gleich 4 minus 2 Epsilon. Wenn wir das konkret einsetzen, was ergibt sich dann? Ohne Näherung. Wir machen noch keinen Limes oder so, aber ersetzen einfach und dann kriegen wir die exakte Epsilon-Abhängigkeit des Ergebnisses. Und was passiert dann? Dann können wir erstmal alle Faktoren aufschreiben, die wir kriegen für d gleich genau 4. Was kriegen wir nämlich für d gleich genau 4? Da kriegen wir kein μ. Und hier kriegen wir dann 4pi hoch minus 2, gibt 1 durch 4pi Quadrat. Schreiben wir es auf. I geteilt durch 16pi Quadrat kriegen wir dann als Vorfaktor. Dann bekommen wir von dem Q, Q hoch 4 halbe, Q hoch 2 minus n. Q hoch 2 minus n. Und in der Gamma-Funktion kann man da jetzt nichts machen. Und dann kommen jetzt die epsilon-abhängigen Anteile. Was sind die epsilon-abhängigen Anteile? Dann kriegen wir also hier, epsilon-abhängig ist dann dieses d gleich 4 minus 2 epsilon. Das heißt, wir kriegen dann μ hoch plus 2 epsilon insgesamt. μ hoch plus 2 epsilon. Ich schreibe mal μ Quadrat hin. Dann kommt noch μ Quadrat hoch epsilon. Und vom Q, was kriegen wir vom Q? Q, da steht jetzt d halbe. Das ist dann 4 halbe plus Epsilon, vielmehr minus Epsilon. Also kriegen wir Q hoch minus Epsilon. Das schreiben wir insgesamt als μ Quadrat geteilt durch Q insgesamt hoch Epsilon. Dann haben wir das μ hoch 4 minus d und das hier verarbeitet. Und dann kommt die Gamma-Funktion. Gamma von n, d halbe ist jetzt 2 minus 2 plus Epsilon. Und dann sehen Sie jetzt die Epsilon-Abhängigkeit auf zwei Arten. Einmal kriegen wir hier unsere physikalische Kombination groß Q, die kriegen wir hoch minus Epsilon und diese unphysikalische Masse μ Quadrat hier, die nur als Referenz aufgetreten ist, die kommt auch μ hoch 2 Epsilon im Ergebnis vor. Und die Gamma-Funktion hat halt hier dieses explizite Epsilon. So, das ist ein sehr wichtiges Endergebnis. Was vielleicht für Sie überraschend ist oder woran Sie sich gewöhnen müssen, ist die Gamma-Funktion, die wird hier jetzt eben immer auftauchen als Ergebnis von diesen d-dimensionalen Integralen. Aber wenn man mal vergisst, dass man mit der Funktion vielleicht nicht so viel Übung hat, ist der Ausdruck ja relativ einfach. Potenzfunktion von Q und dann sowas hier und ein imaginärer Vorfaktor. Und das ist schon die Masterformel, mit der wir alle Einschleifenintegrale ausrichten können. Das heißt, das ist ein recht mächtiges Endergebnis. Bitte? Was ist denn? Aha. Stimmt hier auch. Ja, wie muss es denn sein? 4pi hoch minus Epsilon. 4pi hoch Epsilon.
Wir werden jetzt ziemlich viele Diskussionspunkte zu diesem Endergebnis machen. Wird viele Kommentare geben zu den einzelnen Faktoren und zu den einzelnen Objekten, die hier auftauchen. Die Reihenfolge ist ein bisschen beliebig. Wir können wahrscheinlich nicht alles heute schaffen. Also ich könnte entweder mit eher physikalischen Punkten anfangen oder ich sage erstmal was zur Gamma-Funktion. Da können Sie sich jetzt entscheiden, was Ihnen lieber ist. Und den Rest machen wir dann am Montag. Das ist zum Beispiel einer der Diskussionspunkte. Genau, für n gleich 1 oder 2 hat man ein Problem. Ist das überraschend? Wenn Sie sich diese Definition hier anschauen, was passiert nämlich für n gleich 1 oder 2 und d gleich 4? Genau, ganz normales Power Counting oder Potenz abzählen, dann haben Sie ein vierdimensionales Integral über 1 durch q². Das ist natürlich divergent, weil wenn Sie es in Kugelkoordinaten schreiben, hätten Sie dq mal q hoch 3 geteilt durch q². Das verhält sich wie Integral dq von q. Divergent für große q. Wenn Sie hier n gleich 2 machen, haben Sie 1 durch q hoch 4, dann hätten Sie in Kugelkoordinaten dq. Q hoch 3 geteilt durch Q hoch 4 ist ein Integral wie dq dividiert durch Q. Es gibt einen Logarithmus, ist logarithmisch divergent an der oberen Grenze. Das heißt, genau für n gleich 1 haben Sie hier eine quadratische Divergenz, für n gleich 2 haben Sie eine logarithmische Divergenz und für n gleich 3 hätte man dann hier Q hoch 6 im Nenner. Das wäre konvergent in vier Dimensionen. Und für n größer als 3 ist es erst recht konvergent. Das heißt, dass er jetzt hier schon genau bei n gleich 1 und 2 Probleme identifiziert hat, ist nicht nur keine Überraschung, sondern sogar genau der Vorteil. Denn hier sieht man eben diese Regularisierungswirkung der dimensionalen Regularisierung. Denn durch das Epsilon ist die Gamma-Funktion dann halt nicht divergent. Aber vielleicht greife ich ein bisschen vor, wir sollten vielleicht erstmal was zur Gamma-Funktion sagen, um zu wissen, dass hier für n gleich 1 und 2 eine Divergenz steht. Ich weiß nicht, ob das für jeden offensichtlich ist. Darf ich mal eine Umfrage machen? Für wen ist das denn offensichtlich, dass hier für n gleich 1 eine Divergenz steht? Er meldet sich nicht, aber für ihn war es ja offensichtlich. Okay. Gut, also dann machen wir es doch so. Wir haben noch 8 Minuten. Dann sage ich mal was zur Gamma-Funktion und zur Physik dann am Montag oder je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Also zur Gamma-Funktion. Erstmal ist die Gamma-Funktion eine extrem wichtige Funktion der reinen Mathematik und aus der Zahlentheorie ist definiert als Integral von 0 bis unendlich dt t hoch z minus 1 mal e hoch minus t. Also die Gamma-Funktion hängt von z ab und z taucht hier im Exponent auf. So ein bisschen ähnlich wie eine Fourier-Transformation, aber mit dieser reellen Exponentialfunktion. Okay, und die Gamma-Funktion ist ähnlich gut erforscht wie die Exponentialfunktion. Das heißt, es gibt unfassbar viel Literatur zur Gamma-Funktion und unendlich viele äquivalente Definitionen, die man gegenüber dieser hier austauschen kann. Die Gamma-Funktion ist eine meromorphe Funktion. Das heißt, die ist analytisch oder holomorph bis auf diskrete, einfache Polstellen. Und zwar sind die Polstellen bei z gleich 0, minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter. Also bei allen negativen ganzen Zahlen und bei 0. Und überall sonst in der komplexen Ebene ist die Gamma-Funktion eine holomorphe, also komplex differenzierbare Funktion, die auch Taylor entwickelbar ist und so weiter. Und die Gamma-Funktion, das sehen Sie an der Integraldefinition, erfüllt eine Rekursionsbedingung, nämlich z mal Gamma von z ist gleich Gamma von z plus 1, genau wie die Fakultät.
Und in der Tat, wenn man es ausprobiert, Gamma von n für natürliche n ist einfach n minus 1 Fakultät. Und das können Sie durch Lösen des Integrals mit partieller Integration einfach beweisen. Gamma von 1. Gamma von 1 ist einfach das Integral, hier steht da nichts mehr, Integral über e hoch minus t gibt natürlich 1. Gamma von 1 ist also 1, ist das gleiche wie Nullfakultät, stimmt also. Und jetzt wird es interessant, was ist nämlich die Taylor-Entwicklung der Gamma-Funktion um 1 herum, also Gamma von 1 plus Epsilon. Gamma von 1 ist 1. Das heißt, wenn wir Taylor entwickeln, dann beginnt die Taylor-Entwicklung bei 1 und dann kommt der Ableitungsterm 1 plus Epsilon mal der Ableitung der Gamma-Funktion Gamma-Strich am Punkt 1 plus höhere Ordnungen. Das ist klar. Und jetzt ist die Frage, was ist diese Ableitung Gamma-Strich von 1? Welche Steigung hat die Gamma-Funktion in diesem Punkt? Und das natürlich auch Teil der mathematischen Theorie. Das ist eine irrationale Zahl natürlich, aber weil es die Ableitung der Gamma-Funktion ist, ist die Zahl extrem wichtig. Und die hat einen Namen, das ist die Euler-Mascheroni-Konstante. Und die ist gleich 0,577. Und so weiter, also etwa 1,5. So, Gamma um 1 herum ist ja differenzierbar und holomorph. Aber was ist jetzt Gamma von Epsilon? Also was ist die Entwicklung um 0 herum? Und das Tolle ist, die können wir jetzt rauskriegen wegen dieser Rekursionsrelation. Nämlich Gamma von 0 ist zwar divergent, aber wie es divergiert, wissen wir wegen der Rekursionsrelation. Die können wir nämlich umformen. Epsilon mal Gamma von Epsilon ist gleich Gamma von 1 plus Epsilon. Also gilt, Gamma von Epsilon ist Gamma von 1 plus Epsilon durch Epsilon. Und jetzt taucht hier ein 1 durch Epsilon auf. Wenn wir nämlich weiterentwickeln, dann kriegen wir hier 1 durch Epsilon minus diese Euler-Mascheroni-Konstante plus Terme der Ordnung Epsilon. Okay, und dann ist bewiesen, Gamma um 0 herum hat eine Polstelle, und zwar eine einfache Polstelle, und das Residuum ist 1. Das ist alles bewiesen. Und jetzt können wir auch gucken, was passiert, wenn wir die Gamma-Funktion um minus 1 herum entwickeln. Wie sieht also die Polstelle aus hier bei minus 1? Geht natürlich wieder mit der Rekursionsrelation, das ist nämlich Gamma von Epsilon durch Epsilon minus 1. Jetzt tritt kein neuer Pol auf, denn für Epsilon gegen 0 ist das Gamma von Epsilon divergent. Der Nenner hier ist aber minus 1. Das heißt, die Polstruktur von dieser Gamma-Funktion ist ziemlich genau dieselbe wie die Polstruktur von dem hier. Und wenn Sie weiter überlegen, dann sehen Sie, dass dann ganz klar folgt, dass alle diese Pole hier auf das Gamma von Epsilon zurückgeführt werden können. Es ist immer eine einfache Polstelle und das Residuum könnte man leicht bestimmen. Also wenn man das auswertet, dann kann man hier natürlich eine geometrische Reihe machen. Das ist Gamma von Epsilon mal minus 1 minus Epsilon Quadrat und so weiter, wenn man das hier umformt. Und dann können wir es hier multiplizieren, dann kriegen wir hier minus 1 durch Epsilon plus die Euler-Mascheroni-Konstante und dann 1 durch Epsilon mal minus Epsilon gibt minus 1 und dann kommt Plusordnung Epsilon-Terme. Das heißt, hier setzt das Residuum gleich minus 1, wir haben minus 1 durch Epsilon und der konstante Term ist die Euler-Mascheroni-Konstante minus 1. Und so könnte man das weitermachen für alle Pole, für negative ganzen Zahlen. Okay, das reicht für uns eigentlich aus und dadurch hat er gesehen, weil er wusste, dass die Gamma-Funktion hier Pole hat bei 0, minus 1, minus 2 und so,
hat er gesehen, dass wenn man hier n gleich 2 setzt, steht hier genau Gamma von Epsilon, also um 0 herum entwickelt, gibt einen Pol. Wenn man n gleich 1 setzt, haben wir Gamma von minus 1 plus Epsilon hat auch einen Pol. Wenn n gleich 0 wäre, hätte man ebenfalls einen Pol oder n gleich negativ erst recht und so. Aber für n gleich 3 haben wir dann eben Gamma von 1 im Wesentlichen. Das ist regulär, hat keine Polstelle für Epsilon gegen 0. Das ist im Grunde genommen das, was wir über die Gamma-Funktion wissen müssen. In der Mathematik weiß man natürlich noch viel mehr. Und ein bisschen mehr sage ich Ihnen noch, nämlich eine Bemerkung zur Zeta-Funktion. Einige von Ihnen sind ein bisschen später gekommen, deswegen mache ich einfach ein bisschen länger. Die Zeta-Funktion ist ja auch extrem wichtig in der Zahlentheorie, wissen Sie wahrscheinlich. Und was ist die Zeta-Funktion? Das will ich hier im Einzelnen gar nicht definieren, aber folgendes Theorem aus der Mathematik Ihnen auflisten. Nämlich, wir haben hier ja gesehen, eine ganz interessante Entwicklung ist die Gamma-Funktion um 1 herum. Das ist eigentlich die Basis von allem Weiteren. Gamma von Epsilon plus 1. Und wenn Sie jetzt den Logarithmus davon bilden, dann ist das eben eine interessante Funktion von Epsilon. Logarithmus von 1 plus Epsilon im Wesentlichen ist natürlich dann, hat eine Taylor-Entwicklung in Epsilon. Und wenn wir das jetzt anschauen, dann bekommen wir minus diese Euler-Mascheroni-Konstante mal Epsilon. Das ist im Wesentlichen das Ergebnis. Aber jetzt kann ich Ihnen alle höheren Potenzen von diesem in Epsilon angeben. Nämlich in dieser Darstellung kriegen wir, der Epsilon-Quadratanteil ist die Zeta-Funktion von 2 geteilt durch 2 mal Epsilon-Quadrat. Der Epsilon-hoch-3-Anteil ist die Zeta-Funktion von 3 geteilt durch 3 mal Epsilon-hoch-3. Der vielmehr Minus. Der nächste Term ist Zeta-Funktion von 4 geteilt durch 4 mal Epsilon hoch 4 minus plus und so weiter. Das heißt, in dieser Darstellung von Gamma von 1 plus Epsilon und noch Logarithmus davon, da sind die Zeta-Funktionen mit Integer-Argumenten genau die Taylor-Koeffizienten. Und so gibt es also einen sehr tiefen, nicht trivialen Zusammenhang zwischen der Zeta-Funktion und der Gamma-Funktion. Beide Funktionen sind eben wichtig in der Zahlentheorie. Und wenn ich das jetzt aber umforme, dann kann ich auch das Gamma von 1 plus Epsilon nochmal anders schreiben, weil das ist jetzt die Exponentialfunktion von dem Ganzen. Das heißt, ich kann das schreiben als Exponentialfunktion von diesem ganzen Ausdruck. Also mache ich Exponentialfunktion von diesem ganzen Ding. Da kriege ich erstmal e hoch minus Euler Gamma mal Epsilon. Und dann im Exponent Korrekturen der Ordnung Epsilon Quadrat. Und diese ganzen Korrekturen schreibe ich als eine komplizierte Funktion f von Epsilon. Und was wissen wir jetzt über diese Funktion f von Epsilon? Diese Funktion f von Epsilon, die ist erstmal gleich 1. Und dann geht es weiter mit Epsilon Quadrat mal dieser Zeta-Funktion. 1 plus Zeta von 2 halbe mal Epsilon Quadrat plus höhere Terme in Epsilon. Und was klar ist, ist, was auch immer es ist, die ganzen Taylor-Koeffizienten sind jetzt irgendwelche Kombinationen von Zetas. Okay. Und wichtig ist, dass die Funktion 1 ist in Ordnung Epsilon hoch 0. Aber dann gibt es keine Ordnung Epsilon-Korrektur, sondern das geht erst weiter bei Epsilon-Quadrat. Das heißt, für viele Zwecke können wir dieses Gamma von 1 plus Epsilon einfach mit e hoch minus Gamma e mal Epsilon identifizieren. Wenn wir die Epsilon-Quadrat-Terme nicht brauchen, dann können wir einfach das identifizieren und das ist natürlich eine schöne Erleichterung. Das ist nützlich zu wissen. Deswegen habe ich Ihnen das gesagt. Und damit haben Sie jetzt erstmal ein Grundwissen über die Gamma-Funktion und über einige lustige Relationen, die wir aber hier in der Vorlesung nicht unbedingt weiter ausführen werden. Aber es ist in der Tat ein ganz kleiner Hinweis darauf, dass es auch interessante Mathematik zu studieren gibt in Feynman-Diagrammen
in Relation zur Zahlentheorie, und solche Forschung existiert auch und wird aktiv betrieben. Gut, damit erstmal haben wir genug erreicht für heute. Das ist unsere Masterformel, das Hauptergebnis der heutigen Stunde, also ein d-dimensionales Integral über einen verallgemeinerten Propagator. Das Endergebnis ist relativ kompakt, wir werden es noch ausführlich diskutieren, und die Epsilon-Abhängigkeit steckt hauptsächlich in der Gamma-Funktion, die diese Eigenschaften hat. Und damit eben bis Montag.